Und hier ist wieder Mobile Point mit einigen News aus der Smartphone- und Tablet-Welt. Los geht's! Apple hat nun das Patent der Slide-to-Unlock-Funktion ausgeweitet. Bisher durften bei Android-Smartphones immer noch sogenannte Slide-to-Unlock-Funktionen benutzt werden, solange sie nicht konkret wie das Slide-to-Unlock-Apple-Logo aussahen. Jetzt allerdings hat Apple das Patent ausweiten lassen. Jetzt darf man sämtliche Wischgesten nicht mehr verwenden. Somit könnten sich Android-Nutzer bald schon auf neue Unlock-Funktionen gefasst machen. Außerdem hat Apple eine Technik patentieren lassen, um unsichtbare elektronische Geräte hinter Glas einbauen zu lassen, so zum Beispiel einen unsichtbaren Fingerabdruckleser. Was genau sie damit vorhaben, ist noch nicht klar, aber sie haben es auf jeden Fall schon mal patentieren lassen. Im Zuge des Patentstreits mit Samsung hat Apple nun... Im Zuge des Patentstreits mit Samsung will Apple nun den Prozessorhersteller wechseln. Künftig sollen die Prozessoren für iPhone, iPad etc. von der taiwanischen Hardwarefirma TSMC kommen. Diese fertigen sogenannte 20-Nanometer-Prozessoren. Apple will das jetzt auch ausprobieren testweise und im Jahre 2013 soll das Ganze dann auch in Serienproduktion gehen. Sie wechseln unter anderem den Hersteller, wie gesagt, wegen dem Patentstreit mit Samsung. Dadurch hat sich nämlich das Verhältnis zwischen Apple und Samsung sehr verschlechtert, weshalb sie auch den Hersteller wechseln. Die Firma HTC will sich vorerst aus dem Tablet-Geschäft zurückziehen. So haben sie bereits weltweit den Verkauf ihrer Tablets gestoppt. Grund sei die Dominanz von Apple mit dem iPad auf dem Tablet-Markt. Allerdings will HTC zu einem späteren Zeitpunkt wieder in das Tablet-Geschäft einsteigen. Und das war's auch schon wieder hier mit Mobile Point. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert, kommentiert, favorisiert, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer und sage hiermit Tschüss.